Ja, hallo ihr Lieben. Dann will ich euch mal mitnehmen auf eine Roomtour hier durch den Rudi. Rudi ist mein Wohnmobil. Das ist ein Rapido 696F. Der hat 4,4 Tonnen Navy-Rahmen und hat ja, eine Länge von 7,49 m. Und ich will euch da den Wagen einfach mal zeigen. Und das Erste, was er ist, das ist hier zum Beispiel vorne ganz wichtig, ein Rehvertreiber. Haha, wenn man also irgendwo fährt, dass dann weggetrieben werden. Hier ist natürlich der normale Einfüllstutzen, ist abgesichert, auch mit AdBlue mit dabei. Hier ist normalerweise das Gasfach, aber der Rudi hat einen Gasfesttank. Der wird hier unten, das ist Einfüllstutzen dafür. Und unten, da muss man sich echt mal auf die Straße legen, da ist dann der Absperrhahn, um dann beim Befüllen das Gas, damit der volle Druck nicht auf das System raufkommt, dann muss man das auch mal absperren. Wir leben in Europa, ja, aber es gibt dann vier Adapter, um in anderen Ländern dann Gas einzufüllen. Ja, das Gasfach ist also bei mir ein Vorratsfach. Ich habe also gar keine Gasflaschen angeschlossen, die da sowieso im Moment gerade relativ teuer sind. Das Gas ist ja auch knapp und hier ist also jetzt ein Vorräter drin. Ich habe hier also einmal für die Efeu, das zeige ich gleich nochmal. Methanol nochmal ein 10-Liter Kanister. Ich habe hier AdBlue natürlich als Vorrat. Natürlich Papiervorrat. Dann hier nochmal ein Teil, wenn man sich auf den Fußboden da unten legen muss. Und da sind dann auch Gasflaschen da unten für einen kleinen Gasgrill, mit dem man auch kochen kann. Denn ich werde im Wagen definitiv nicht kochen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich will da keine Jüchen haben. Da hat zwar oben einen ja, so ein Luftauslaster, so ein Absauger, wie heißt das? Aber das nutze ich gar nicht. Hier ist der Strom und der Strom hat hier noch einen extra Auslass. Ist leider auf dieser Seite hier, leider, sage ich mal. Manchmal ist er auf der anderen Seite, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da hat man dann zumindest da den Strom. So müsste ich jetzt noch mal ein Kabel um den Wagen rumlegen, was aber auch kein Problem ist. Hier ist die Truma, die Heizung. Geht auch normalerweise aus, wenn das Fenster hier oben auf ist. Also aus Sicherheitsgründen eben halt extra noch so einen kleinen, ja, Ableiter hingebastelt, damit eben das Wasser nicht hier runterläuft, das Kondenswasser. Hier ist der Toilettenschacht und der hat natürlich was Besonderes, nämlich eine Soganlage. Und die Soganlage, die geht an, wenn man innen drin die Toilette aufmacht, dann saugt er durch die Kassette Luft nach außen hier raus. Und das heißt, man braucht keine Chemie für die Toilette, das habe ich überhaupt gar nicht. Und die Luft, die hier nach draußen läuft, die geht hier durch einen Filter durch. Man riecht also auch draußen nichts, sodass man also keine Chemie braucht. Das finde ich richtig toll. Hier ist der Wassereinfüllstutzen. Da habe ich extra so einen Adapter für, dass man das also nicht immer die ganze Zeit reinhalten muss. Ich persönlich finde das ein bisschen eklig, wenn man einen Wasserschlauch da reinhält. Also das finde ich geht gar nicht. Aber jeder sein eigenes, ne? Dann hinten ist hier alles ist alarmgesichert, ganz wichtig. Ne? Jede Klappe, wenn man sie irgendwie aufmacht, deswegen erst den Wagen aufschließen, dann die Klappe aufmachen, weil sonst geht die Alarmanlage los. Hier habe ich natürlich meine, ja, wie heißen die ganzen Einfüllschläuche. Der ist natürlich relativ dünn, geht nicht viel durch, aber es geht mir auch nicht um die Geschwindigkeit. Manchmal ist es ja nach Zeit, wenn man da bezahlt und deswegen, aber ich finde das immer schön, wenn man den aufrollt und dann nimmt er wenig Platz weg. Der hat auch so 15 Meter Länge, glaube ich. Der hier ist ein extra Lebensmittelschlauch, der war richtig teuer. Der kostet, glaube ich, so wie 60 Euro für die 3 Meter. Also richtig teuer, aber ist halt ein richtig guter lebensmittelgerechter Schlauch. Dann ist das mein Einfüllapparat hier oder der Schlauch eben halt extra mit Knick, damit er eben halt dann runter geht. Also dann geht er nicht so, ist nämlich so Belastung auf dem Stutzen dann drauf. Da habe ich dann nochmal einen Zähler drin, der sagt mir dann, wann die 100 Liter oder 120 voll sind. Und ich habe hier nochmal einen extra Filter, so für grobe Schmutzdinger und nochmal extra einen Absperrhahn. Ist mir eigentlich auch ganz wichtig. Irgendwelche Vögel streiten sich da gerade irgendwo im Wald. Ja, dann habe ich hier meine Mikrowelle. Das finde ich ganz wichtig, eine Mikrowelle. Also ich mag das viel lieber, als mit Gas zu kochen. Das ist eine kleine, die hat nicht so eine ganz hohe Leistung, die hat nur 700 Watt. Aber langsam geht ja auch, ne? Also mal was aufzutauen und so weiter. Dann habe ich hier nochmal eine extra Steckdose, die auch dann geschaltet ist. Über den Wechselrichter, dass er sich auch autark eben halt 220 Volt und die Mikrowelle dann auch damit betreiben kann. Das ist jetzt unten was ganz Besonderes, nämlich meine Efeu. Eine Brennstoffzelle, die Strom erzeugt, nämlich 12 Volt. Und diese 12 Volt, damit kann ich dann meine Batterien wieder auffüllen. Und das geht eben halt über Methanol, da ist also kein Gas drin, hier keine Flamme drin.
Und da brennt also auch nichts, sondern das ist wirklich eine ja, ganz, ganz saubere, ganz tolle Sache, eben halt, wenn man wirklich Strom dringend braucht, dass man sich dann Strom damit herstellen kann. Ich habe dann nochmal hinten noch einen 10 Liter, nochmal einen 10 Liter und nochmal hier 5 Liter, also 25 Liter Methanol habe ich mit. Das ist ein bisschen hochpreisig, aber falls man denn mal dringend Strom braucht, dann hat man zumindest die Möglichkeit. Übrigens, auf dem Wagen obendrauf sind nochmal 550 Watt an Solar. Und das ist natürlich, die Vögel, die machen da richtig Ärger vorne. Ja, 550 Watt Solar, das ist richtig viel eben halt, aber ganz wichtig, um eben halt dann Fernseher, also ich habe kein Fernsehen, ich habe nur Sat. Hier wär's hier, ich habe keinen Sat, so ist das, sondern ich streame nur über einen LTE-Router. Ja, dann habe ich hier mein Abwassertaxi, das finde ich ganz wichtig. Und darunter sind dann nochmal die ganzen Kabel, da müssen wir was ausdenken, dass ich das mal anders mache. Ich habe insgesamt 110 oder 120 Meter Kabel insgesamt mit, also viel zu viel vom Prinzip. Und hier beim Rudi unten kann ich nämlich, da habe ich unten ist nämlich der Ablass in der Mitte, das fand ich ganz unglücklich, dass er in der Mitte unten ist. Und ich kann hier also dann das Abwasser genau dosieren. Ich kann also oben mit der Rückfahrkamera sehen, wo ist meine Stoßstange zu Ende und genau hier ist dann der Auslass. Und da kann ich dann mit diesem Abwassertaxi, da habe ich dann hier nochmal extra so einen Schlauch mit dabei. Da kann ich dann das Schmutzwasser ablassen und muss dann nicht den ganzen Wagen abrödeln, um zur Entsorgung zu fahren, sondern ich kann dann einfach das Wasser hier mit wegbringen und kann halt ein paar Mal laufen, aber ich habe ja Zeit. Insofern ist das eine ganz gute Sache, nicht eben halt dann durch die ja, mit den ganzen Wagen eben halt zur Entsorgungsstation. Da ist ja meistens immer das oder oft das Problem, man fährt dann zur Entsorgung hin und inzwischen stellt sich ein anderer auf den Platz hin. Das ist ja, da muss man irgendwie da so einen Platzhalter und dann gibt es immer Diskussionen. Nee, ich lasse den Wagen einfach da stehen und ich bring das Wasser weg und ich hole mit einer Gießkanne. Ich habe eine Kanne, die hat, wie heißt das, ja, Verschluss vorne und auch hinten und damit kann ich dann auch dann selber wieder einfüllen. Muss natürlich auch ein paar Mal laufen, klar, aber das ist dann der einfachste Weg. Auch mal ein bisschen Bewegung ist auch nicht schlecht. Ne? Dann habe ich hier meine Außendusche. Was ich ganz interessant finde, ich habe hier einen Hochdruckreiniger. Kann man den jetzt hier sehen? Ich habe hier einen Akku-Hochdruckreiniger und ich habe einen Adapter dafür, dass da eben mal halt die Einhell-Akkus reinpassen. Ich habe also sonst alles auf Einhell-System. Und die finde ich eigentlich richtig gut. Die Akkus, die habe ich extra eine Halterung dafür dann auch. Das wird hier alles nochmal aufgeräumt. Da ist also Glüh drin, das muss dann nochmal sortiert werden, was man wirklich braucht. Da sind Sachen dabei, die haben wir noch nie gebraucht. Der Tisch, der hier ist, den werde ich nochmal ausmessen, einen anderen holen, weil der ist total wackelig, der ist so wabbelig, der ist nicht schön. Also wenn man dann einen richtigen Tisch hat, dann muss es auch einer sein. Der darf auch mal wegen ein Kilo mehr wiegen, aber Hauptsache er ist stabil. Ich habe noch eine Kabeltrommel da hinten, nochmal einen Schlauch und noch einen zweiten Schlauch, den man aufrollen kann. Also ich habe auch wirklich wassermäßig könnte ich dann auch, glaube ich, 30 Meter oder 40 Meter könnte ich auch Wasser holen. Aber wie gesagt, so, das ist hier kommen zwei Stühle. Ich nehme natürlich zwei Stühle mit. Ich brauche natürlich nur einen, wenn ich alleine fahre, aber wer weiß, was sich da irgendwann nochmal ergibt. Also vielleicht fährt ja doch noch irgendwo jemand mal mit. Wer weiß. Man weiß es eben halt nicht. Ne? Aber kann man mal schauen. Ja, dann will ich mal kurz weitererzählen. Ich habe das Handy einmal gestoppt, deswegen muss ich es noch mal ansetzen. Wie gesagt, Außendusche hatte ich erzählt, dass da eine ist. Und das hier ist noch was ganz Besonderes, nämlich ich kann das Bett hochfahren. Man sieht hier oben so eine, dass sich das hier aufrollt, dieses Gitter hier. Und das kann ungefähr nochmal 30 cm kann ich das Bett anheben. Das heißt, hier drinnen kommt nochmal 30 cm mehr an Platz rein. Unterm Bett könnte ich dann oben sogar noch wieder was verstauen. Aber dafür muss man eben halt dann dieses dann auch höher einsteigen im Bett. Und das ist dann auch nicht so schön. Und deswegen habe ich es immer runter. Aber es ist noch Reserve, theoretisch, da, dass man noch mehr mitnehmen könnte. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu viel mitnimmt. Ja, mir war noch ganz wichtig, hier außen ist noch übrigens ein Fenster, habe ich hinten noch einbauen lassen, dass man auch im Wagen herausgucken kann, nach hinten, das ist mir ganz wichtig. Hier sieht man natürlich, das ist kein Kompressorkühlschrank, sondern eben halt der mit Gas. Der hat also einmal hier die beiden Ein- und Auslässe immer dafür. Und was hat er hier draußen sonst noch? Ja, die Spiegel habe ich eben eingeklappt. Blickschutz hat er natürlich eben halt, also es ist mein Zuhause. Wenn jemand den Wagen mitnimmt, das will ich nicht, das möchte ich nicht. Und die wollen, dass immer das ganz schnell geht. Und ich habe alles getan, damit es nicht schnell geht. Zum Beispiel ist auch eine Kralle da vorne zu sehen. Also ne, den Wagen nicht mit dem GPS, was da alles noch drin ist. Alarmanlage und so weiter. Also muss nicht sein. Und noch etwas, wer den Wagen unberechtigterweise dann betritt, der hat richtig ein Problem. Aber das würde ich nicht erzählen hier. Nur, dass derjenige sich wahrscheinlich, ja, der will das gar nicht. So, was ich hier nochmal erzählen möchte, hier unten ist, ich habe also keine Treppe zum Rausfahren, sondern
Man kann hier ganz einfach einsteigen. Also es ist wirklich, das sind hier auch 30 Zentimeter oder so. Und noch eine zweite Stufe ist da. Also zwei Stufen zum Reindrehen. Das heißt, es geht relativ einfach. Man hat da auch einen schönen Griff dann, wo man sich dann nochmal hochziehen kann so ein bisschen. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig. Also man hat hier wirklich einen leichten Einstieg in den Wagen. Das finde ich sehr gut. Es ist kein Doppelboden. Doppelboden hat den Vorteil, dass man mehr Platz hat. Und man hat dann auch ein bisschen Wärme drin. Dafür habe ich jetzt unter dem Teppich natürlich nochmal eine Isomatte hingepackt. Aber das eine Aussteigen ist also relativ leicht. Ich kenne einige Wohnmobile, da muss man da wirklich 8, 9 Stufen hochgehen. Also richtig, ich sag mal, wirklich 2 Meter oder so oder mehr hoch. Und das, da hat man noch was vergessen und wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Kann man machen, ist natürlich, ja. So, was soll ich erzählen? Der Wagen hat nämlich eine Höhe von tatsächlich 2,95 Meter oder 2,96 Meter. Und ich habe mich mal gefragt, warum ist er bewusst unter 3 Meter? Und das hat seinen Hintergrund natürlich ganz klar. In Frankreich sind die Fahrzeuge, die unter 3 Meter sind, gelten als Pkw. Das heißt, man zahlt dann mit dem Wohnmobil eigentlich Pkw-Gebühr. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber jetzt hat natürlich auch mehr, ein bisschen mehr Gewicht und so, aber egal. Das ist der Grund, weshalb der Wagen 2 Meter und 96 oder 95 hoch ist. Sobald man mehr hat, ja, wie gesagt, und ich will in Frankreich ja eigentlich gar nicht über die Autobahn fahren. Ich werde mir natürlich noch ein Mautgerät kaufen von ADAC, dieses Maut-1-Gerät. Das gilt dann für Portugal, für Spanien, für Frankreich, ich glaube auch für Österreich und noch irgendwo in Holland für so einen Tunnel. Kostet 20 Euro Gebühr im Jahr und da das eben halt mein Hauptfahrzeug hier ist, also sind die 20 Euro absolut in Ordnung. Ich will, wie gesagt, gar nicht schnell durch Frankreich durch. Ich möchte auch Frankreich sehen. Also ich hole mir aber trotzdem das Gerät, damit man eben bei der Mautstation schnell durchkommt. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier ist natürlich mein Schuhfach. Und da sind, das ist schon voll. Da habe ich ganz viele Schuhe drin. Viel zu viele wieder. Ich werde dann noch wieder aussortieren. Und jetzt seht ihr mal, wie das im Wagen hier drin aussieht. Ich habe schon mal die Klappen alle so ein bisschen aufgemacht. Man kann die so einfach so runter machen, wieder zu und dann wieder auf. Also ganz einfach. Erstmal zeige ich das Unwichtigste. Nämlich hier oben ist meine Unwichtigkeitsecke. Und da ist sowas zum Beispiel wie eine Klangschale. dann habe ich hier Räucherstäbchen, die ich aber nicht abbrennen werde. Ich habe nicht mein Feuerzeug mit. Weil, ja, ich mag die gerne riechen. Das ist einfach toll. Dann habe ich oben ein bisschen Technik. Da noch die Kralle sieht man jetzt hier eben halt einmal. Ich habe dann ein weißes Tuch hingelegt, weil das dann, wenn das hier drin warm wird, damit das dann nicht ganz so heiß wird, irgendwie drauf. Und deswegen habe ich einfach ein weißes Tuch hingelegt. Das nehme ich nachher auch zum Abdecken vom Keyboard zum Beispiel. Ich werde ja ein Keyboard mitnehmen. So, und jetzt kommen wir mal hier erstmal hin zu unserer Spielecke hier. Das ist die Spielecke, da habe ich Spiele drin. Hier ist sogar noch ein Fach frei oder so ein Feld, glaube ich, ein paar DVDs. Aber DVDs werde ich auch welche mitnehmen, sogar eine ganze Reihe. Dass, wenn ich also mal nicht streamen kann, dann immer noch mal einen Film gucken kann, wenn ich das gerne möchte. Also. Irre. Ja, dann habe ich insgesamt hier durchgezählt 21 Gläser. 21, viel zu viel, wird also auch nochmal aussortiert, aber im Moment nehme ich sie erstmal alle mit. Ist alles so schön eingeräumt hier gerade drin. Und da sind also Biergläser und Weingläser und Sektgläser und ach, das braucht man alles gar nicht, viel zu viel. Dann habe ich hier oben meine ganzen Teller. Ich habe insgesamt, glaube ich, 12 Teller mit. 12. Brauche ich auch nicht. Eierbecher. Hier ist ein Shaker, den finde ich ganz wichtig, weil ich dann ein bisschen abnehmen möchte. Vorratsbehälter. Dann hier nochmal so eine Schale und hier sind Müsli-Schalen. Auch 8 Stück. 8? Wieso habe ich 8? Ich weiß das nicht. Es könnten ja sowieso hier maximal 4 Leute mitfahren. Dann habe ich hier einen Eierschneider, der ist mir ganz wichtig, weil ich mag gerne mal ein Ei mit Brot, also Brot mit Ei, genauso. So, das sind also da ist eine Wasserflasche noch. Und was mir ganz wichtig ist, man hat immer hier Uhrzeit, Thermometer und das Datum. Man kommt ja immer ganz durcheinander. Man weiß gar nicht mehr, welchen Tag man hat. Ne? So, hier habe ich noch was Besonderes gebaut. Übrigens ist das hier mein Arbeitsplatz, deswegen ist da vorne noch eine Steckdosenleiste mit USB und eine USB-Verlängerung. Dann, wie gesagt, kommt hier noch eine externe Festplatte nochmal hin. Und der Tisch wird immer frei sein. Das ist mir ganz wichtig, dass der Tisch hier immer frei ist, weil das geht immer. Übrigens, hier vorne ist noch Entenrennen in Kiel am 21. August 22 um 14 Uhr, also jetzt kommenden Sonntag. Und da kann man Hauptgewinn eine Woche Wohnmobil gewinnen. Also ist für mich jetzt nicht wirklich interessant, aber egal. Aber ich finde es sehr gut, ist für einen guten Zweck. Also macht irgendwie mit, wenn ihr könnt, in der Nähe von Kiel seid, irgendwo macht da beim Entenrennen mit. Tolle Sache. So, dann ist das hier mein Rahmen fürs Handy. Um mal ein Video zu machen, wo man dann sitzt, habe ich das letztens auch schon mal benutzt. Dann habe ich hier oben in dieser Ecke hier dann, hoppsala, ganz viele Reiseführer drin. Hier ist zum Beispiel der Limes nochmal. Bedienungsanleitung ist auch noch da. Und dann habe ich hier zum Beispiel meine Spanienbücher. Da habe ich jetzt Nordspanien, Andalusien, Ostspanien. Sicherlich, man kann alles online recherchieren, klar, aber. Es ist doch mal ganz gut, um mal ein Buch zu haben und da mal reinzugucken. Hier ist übrigens mein Eierkocher, der ist auch ganz wichtig.
Und ja, wie gesagt, Reiseführer. Da oben ist übrigens nochmal Landvergnügen. Das habe ich auch, kann ich sehr empfehlen. Finde ich ganz toll. Und was ich da noch habe, ist der DTV-Atlas zur deutschen Sprache. Da sind so Karten drin, in welcher Region man welchen Begriff benutzt. Das finde ich total interessant. Da kann man bestimmt gut mit irgendwie mal so ein Gespräch irgendwie anfangen. Hier ist ein bisschen Technik drin, Kleber, ja, Webcam habe ich da, also Kleinigkeiten. Da ist das normale Bedienfeld. Und ja, also ganz normal, das muss ich jetzt nicht erklären. Hier hängt mein Schuhanzieher, Schuhlöffel. Hier kommt nochmal eine Magnettafel hin. Ich habe jetzt überhaupt hier ganz viele von diesen Magnetleisten jetzt hingemacht, weil man dann eben halt Poster hinpacken kann. Und hier habe ich auch eine solche Magnetleiste, dass man hier sind das Übungen, die man machen kann. Und da kommt dann immer so hin, dass man ja nichts vergisst. Hier ist mein Kühlschrank. Der ist natürlich jetzt aus, ganz klar. Hier ist ein Tiefkühlfach oben drin. Der ganze, wie gesagt, läuft über Gas. Und das hatte ich vorhin noch, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir haben in Deutschland ja ein System, aber in ganz Europa gibt es 4 verschiedene Systeme für Gas. Ganz tolle Wurst. Vielleicht kann man das mal irgendwann vereinheitlichen, aber ich glaube, es kommt nicht. Dann habe ich hier ja, Fernseher. Ich habe aber keinen SAT, ganz wichtig, sondern ich habe nur Streaming. Habe einen LTE-Router mit unbegrenztem Datenvolumen und das heißt, ich muss nicht darauf achten, wie das gilt nur für Deutschland, man kann auch EU-Roaming dann machen, aber eben dann sind es für 30 Tage irgendwie 30 Gigabyte oder sowas. Das heißt natürlich, wenn... Ja, soweit war das dann erstmal hier im vorderen Teil des Wagens und wir gehen jetzt mal in den hinteren Teil des Wagens rein und das zeige ich euch dann auch nochmal. Und zwar ist dann hier eine kleine Stufe und dann geht es hier rein ins Schlafzimmer. Und man sieht hinten ist da eben halt da die fressende Linse, nennt man es, glaube ich. Also man kann hinten rausgucken und ich kann eben hinten den Anhänger aussehen, wenn ich in den Rückspiegel gucke. Und dann, ja, das Bett ist jetzt immer gerade in der Stellung so, dass man da jetzt so sitzen kann. Man kann es aber hier nach vorne ziehen, dann geht das oben natürlich das Teil nach unten runter. Und man kann das, wie gesagt, nochmal hochfahren, die 30 cm, dass man also unter dem Bett auch noch was unterpacken könnte. Aber wie gesagt, da muss man eben höher einsteigen. Da vorne ist dann so ein Einstieg, recht leicht irgendwie. Man kommt von beiden Seiten super ins Bett rein. In den Schränken sind dann die Klamotten drin. Und ja, das war erstmal der Bereich hier. Meine Dusche, die ich hier habe, da habe ich jetzt den Handtuchhalter eher so als Kleiderstange jetzt genutzt. So dass ich eigentlich im Wagen gar nicht, ich möchte gar nicht duschen hier im Wahlfahrzeug, sondern ich möchte eigentlich dann eher die Campingplätze nutzen, da dann duschen und ja, dass dann nicht so viel Feuchtigkeit hier im Wagen ist und auch das Wasser nicht so verbraucht wird, das wollte ich eigentlich möglichst vermeiden. Also auf den Stellplätzen möchte ich gerne dann, wie gesagt, duschen und ich möchte auch dann die Waschmaschine da nutzen, wenn da irgendwo eine ist. Das war so meine Idee. Ansonsten muss ich natürlich mit der Hand waschen oder die kleine Mini-Waschmaschine, die ich im Anhänger dann noch drin habe. Ja, dann zeige ich mal, wie das dann hier im Badezimmer aussieht. Da habe ich erstmal hier an der Tür oben so einen Wäschesammler. Ganz witzig, man kann oben Wäsche reinpacken und unten kann man aufmachen. Warum das jetzt so gebaut ist, weiß ich nicht. Dann ist hier die Toilette. Das gefällt mir jetzt gerade nicht mehr so. Da habe ich einen Einsatz reingebaut mit Keramik. So ein Tusch-Einsatz und da ist leider das Silikon jetzt eingefärbt. Das war also kein Sanitärsilikon gewesen offensichtlich. Wie gesagt, wenn man aufmacht, dann saugt eben halt die Toilette die Luft nach draußen raus und man hat hier überhaupt keine Gerüche drin. Es ist richtig nichts, obwohl ich keine Chemie benutze. Finde ich also richtig klasse. Hier ist nochmal extra Strom, nochmal Ablagefläche da. Dann sind die Halter für die Zahnbürsten. Hier unten ist nochmal Platz, da ist dann... ja, Papiervorrat, also alles an Vorräten kommt hier unten eben halt rein. Das Waschbecken ist natürlich ein bisschen kleiner, habe ich letztens gesagt, genauso groß wie zu Hause, ein bisschen kleiner, aber es geht eben halt auch. Ja, dann habe ich da oben noch Vorräte, da bin ich, moin moin, hallo. Und hier ist nochmal ein extra Schrank, da sind dann Handtücher drin und so weiter. Ja, und oben sind dann eben auch noch Duschgele und so weiter. Also Vorräte werde ich ausreichend mithaben, also kein Problem. Ja, das ist dann hier die... Der Wagen einmal innen drin, also man hat hier eigentlich wirklich ordentlich Platz drin. Man kann, man ist autark mit Strom, es ist ein bisschen ja, Unterhaltung mit dem Router. Da habe ich, wie gesagt, jetzt einen Router hier mit, einen LTE-Router, der unbegrenztes Datenvolumen hat. Das finde ich ganz wichtig mit dem unbegrenzten Datenvolumen, weil dann muss man nicht so darauf achten. Ich hatte vorher einen mit von Vodafone weiter gewesen, der hatte ein begrenztes Datenvolumen, 200 irgendwie Gigabyte war das gewesen, reicht eigentlich auch. Aber wenn man jetzt unbegrenztes Datenvolumen ist, ist natürlich noch schöner. Ist natürlich jetzt ein E-Netz, also Telefonica.
Bin ich aber ganz begeistert von. Ich habe es bisher schon ein paar Mal ausprobiert und kann den Router ja auch dann mitnehmen. Ich habe überall guten Empfang und es läuft damit echt bestens, muss ich sagen. Richtig toll. Wenn ich allerdings dann durch Frankreich fahre, habe ich auch EU-Roaming damit. Das ging bei Vodafone, glaube ich, nicht. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Zumindest kann ich dann durch Frankreich gemütlich fahren und habe dann auch noch Internet. Ich habe hier WLAN im Fahrzeug, dass ich immer damit navigieren kann. Die Alexa habe ich hier eine kleine noch, die auch mit 12 Volt dann betrieben werden kann. Und kann mir also dann während der Fahrt dann auch damit Musik also anhören, also Musik streamen und recherchieren eben nach neuen Reisezielen und Stellplätzen und so weiter. Ja, und dann kann ich mir in Frankreich natürlich nochmal eine neue Karte holen, dann für den Router, sodass ich dann, ja, da nochmal in Spanien, kosten glaube ich 30 Euro so um den Dreh, darüber würde ich aber extra berichten. Ja, also es ist alles im Fahrzeug drin, was man braucht. Ich bin also, ja, es ist eigentlich fast schon zu groß für eine Person, wenn man das mal so ganz genau sieht. Aber es ist wirklich ausreichend Platz da für zwei Leute. Und wir gehen gleich nochmal raus und dann zeige ich nochmal den Anhänger auch nochmal. Ja, geht gleich los. Aber bevor es gleich losgeht, will ich noch einmal das Beleuchtungskonzept zeigen. Die Lampen sind hier eigentlich alle relativ hell. Und das Wichtigste für mich war dieser beleuchtete Papierrollhalter. Das war für mich das Hauptargument für dieses Auto hier. Finde ich so toll, dass diese Lampe da ist. Also einfach eine wunderbare Geschichte irgendwie. Allerdings, wenn man nachher, wenn es dunkel ist, ist das eigentlich schon wieder zu hell. Und da habe ich dann hier immer noch so kleine LED-Lichterketten. Und es kommt dann nach vorne noch eine extra Leuchte nochmal hin, dass man also wenn man hier arbeitet am Arbeitsplatz, dass man da also gutes Licht hat auf jeden Fall auch. Ja, soweit, dass ihr auch einmal seht, wie der Wagen dann so beleuchtet aussieht. Hat also überall LED-Lämpchen und wie gesagt, ha, ein beleuchteter Rollenhalter. Das ist ganz wichtig. Ja, dann gehen wir gleich nochmal nach draußen raus. Soweit war das jetzt hier im Wagen innen drin. Ich mache nochmal so einen Schwenk, dass man nochmal gucken kann, wie das dann so aussieht. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Anhänger raus. Wie gesagt, das sind zwei Stufen, ganz einfach. Hatte ich ja schon gezeigt hier. Fliegengitter ist mit da. Es geht natürlich jetzt nicht zu, wegen des Teppichs. Und hier ist nochmal so für, oh, wie heißt denn das, Regenschirm, Regenponchos, Warnwesten sind hier auch noch drin. Blöd ist nur, wenn das Gitter zu ist und die Tür fällt mal zu, dann haut natürlich dieser Kasten natürlich in das Fliegengitter ein. Deswegen das Fliegengitter habe ich eigentlich praktisch nie zu. Ja, das war erstmal hier drin. Hier ist nochmal ein extra Schloss natürlich. Ganz wichtig für mich, finde ich, ein bisschen Sicherheit. Und wir gehen jetzt nochmal zum Anhänger hin. Der kommt hier auch mit. Das ist also ein geschlossener Kofferanhänger. Und den habe ich deswegen genommen, diesen Kofferanhänger. Da sagte mir nämlich jemand, pass auf, wenn du einen Plananhänger hast in Spanien und hast da so einen mit Plane, dann ist es ganz doof, weil er im Wagen also alles einstaubt. Das ist nicht gut, das muss dicht sein. Genauso wie diese Klappen hier auch abgedichtet sind. Also kommt also auch nichts rein hier. Und genauso ist es jetzt auch mit dem Kofferanhänger. Und hier ist ein kleines Problem mit der Oberfläche. Die ist so glatt. Also der Aufkleber von Böckmann hält hier, ne? Aber hier diese Spanien-Aufkleber, die wollten nicht wirklich halten. Da ist nochmal Campen mit Abstand. Und da habe ich ein kleines Problem gehabt. Und jetzt hört man richtig, da ist nämlich auch so eine dicke Gummileiste, das also verhindert, dass im Wagen sich da irgendwie was an Staub hier sammelt. Also wirklich, der ist absolut, kommt da nichts durch. Und deswegen kann ich auch keinen Benzinaggregat mitnehmen oder ein Moped mit Benzin, weil wenn ich das hier reinstellen würde, es würde verdampfen, aber es würde also nicht rauskommen aus also dem Wagen. Ich habe einen Benzindampf hier drin und irgendwann kleinster Funke und der ganze Anhänger macht dann Padauts und dann ist er weg. Das ist nicht so gut. Ja, ich habe ihn mit. Also, ja, erstmal das Problem. Das ist mein 100er Aufkleber und der hält auf diesem Material. Das ist so wie Wachs. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben, welche Idee ihr habt, um so einen Aufkleber. Ich muss mir wahrscheinlich nochmal einen neuen holen. Den baue ich dann außen an, hat natürlich dann das Siegel nicht drauf, aber ich habe ja immer einen mit Siegel, also dass man wirklich die 100er Zulassung auch dann hat. Man muss ja außen sichtbar eben halt diesen 100er Aufkleber anbringen und da muss auch die Siegel haben. So, natürlich dann hier hat natürlich Papiere, da steht es auch drin. Aber wie kriegt man an diesem Material hier was festgeklebt? Ich habe schon gedacht, man könnte hier draußen das mal wegschleifen, aber ich schleife doch nicht die Oberfläche an, das ist ja auch unglücklich. Hat da vielleicht jemand eine Idee, was man da machen kann? Wäre toll, schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann habe ich mit dabei hier einen Spaten, so richtig, wie man es von der Bundeswehr noch kennt. Hier kommt noch ein Besen irgendwie da mit rein, den will ich auch noch mit haben. Was ich überhaupt nicht brauchen will, das ist der
Der Eiskratzer. Ich möchte nie wieder in meinem Leben Eiskratzen. Ich fahre mal dahin, wo es warm ist. Ich habe noch Abwasserrohre mit, sieht man da oben. Es gibt ja auch Stellplätze, da kann man das Wohnmobil eben halt hinstellen und dann mit diesen Rohren einfach was zurechtbasteln, um dann das Abwasser direkt abzuleiten. Aber dafür habe ich ja das Abwassertaxi und das ist ja viel praktischer. So, dann habe ich eine Leiter mit. Ich habe eine Waschbürste mit, um auch mal die Solarplatten oben sauber zu machen. Hinten in der Ecke kommt dann das Keyboard hin und die E-Gitarre. Die kommen dann also hier beide rein. Dann auf der linken Seite das Fahrrad. In der Mitte kommt dann, ha, und das wird in den nächsten Tagen kommen, das Elektromoped. Ich werde also ein Elektromoped, da mache ich aber ein extra Video dazu, weil das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Hat eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern. Man kann zu zweit drauf fahren. Zu zweit, ja, also falls. Und ja, dann werden also diese Fahrzeuge mit vertreibt. Wie gesagt, eine Leiter habe ich mit, um immer oben an das Wohnmobil ranzukommen. Man muss ja da auch mal schauen, ob alles in Ordnung ist und die alles sauber machen, die Platten mal sauber machen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier wird noch ein bisschen gebastelt. Ja, und insofern hat man da noch viel mehr Platz. Ich habe ja dieses Boxensystem hier und dann habe ich insgesamt vier, ja, eine Box entspricht vier von diesen kleinen, davon habe ich immer dann insgesamt 8 Stück. Also zwei Felder sind mit diesen kleinen Boxen und dann habe ich dann nochmal 6 weitere von diesen 60x40x40 Boxen, einige auch mit Deckel, 3 Stück insgesamt mit Deckel. Falls dann doch mal hier Staub reinkommt, dann bleibt das aber wirklich sauber drin. Und ein Feld hier unten bleibt frei, da kommt dann eine kleine Waschmaschine hin zum Beispiel und ich habe dann noch so eine Powerbank in groß, wie nennt man das eigentlich? Also eine Art Generator, sage ich mal, aber eben halt mit Batterie. Wo man dann auch das mit einer Solartasche dann, ach hier kommt auch noch wieder rein, dann aufladen kann, wenn man also wirklich mal irgendwo, nicht alle spanischen Campingplätze haben ja wirklich Stromanschluss, habe ich gehört, und dass man dann auch dann sagen, ich kann dann zumindest nochmal extra aufladen. Ja, ich habe nochmal zwei zusätzliche Lampen reingebaut hier, die sind einfach Batteriebetrieb. Ja, oben ist zwar eine Lampe eingebaut, aber die funktioniert nur dann, wenn ich den Anhänger am Rudi dran habe und auch noch die Zündung anhabe. Also ich werde auch nicht die Zündung anlassen und dann ist am Anhänger. Also das ist komisch. Also nee, also lieber eine Batterieleuchte, das ist dann viel besser. Ja, soweit ist es erstmal hier zu dem Anhänger. Das ist der zusätzliche Platz, den ich dann noch mitnehmen kann. Und das Schöne ist bei diesem Anhänger, der hat eben nur eine Achse. Und ja, ich hatte vorher einen Pferdeanhänger mit einer Doppelachse. War überhaupt nicht gut, weil den konnte man überhaupt nicht bewegen. Der war überhaupt nicht bewegbar. Und jetzt mit einer Achse, so wie der Motorradtrailer, lässt sich also ganz einfach dann abhängen und dann mal umstellen, wenn man dann irgendwie mal rückwärts stoppen muss oder so. Ja, das war erstmal so weit zum Rudi. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, was waren da jetzt die ganzen Außenteile, habe ich jetzt gezeigt hier. Übrigens, das Gasfach hat natürlich einen Vorteil oder ganz wichtig, dass da eben halt eine Belüftung drin ist. Also deswegen sind da auch dann die Gaskartuschen drin. Die darf ich dann auch niemals in den Kofferanhänger packen hier. In den Kofferanhänger oben kommt nochmal eine Magnetleiste ran, dass ich da dann eine Flagge immer hinhängen kann. Ich habe dann Flaggen von den Bundesländern so teilweise. Aber dass ich dann da eine Möglichkeit habe, eben halt dann zu zeigen, wo ich auch ein bisschen bin. Eine spanische Flagge muss ich nochmal mir besorgen. Ja, soweit erstmal hoffe ich, dass euch das ein bisschen gefallen hat hier mit der Roomtour. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wie ihr das jetzt gefunden habt, dass ihr mal sehen könnt, wie der Wagen so aussieht, was ich da so mache. Ist noch nicht alles fertig bisher, ne? Klar. Die Abfahrt wird sein, ist geplant jetzt für den 30.09. Kann sich eine Woche vor oder nach hinten verschieben, kommt auch ein bisschen auf den Notar drauf an, wie das Haus dann verkauft wird. Ja, und dann fahre ich los. So, bin natürlich fest gemeldet irgendwo, auch ganz, ganz klar. Aber das wird für mich dann das neue Zuhause dann sein. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr noch wissen wollt, welche Fragen ihr habt, die würde ich gerne beantworten. Ich werde natürlich noch mal eine weitere Rundtour machen, wenn es nachher alles fertig ist. Aber jetzt wisst ihr schon mal so ungefähr, wie dann so ein Zuhause aussehen kann. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal natürlich abonniert und wenn ihr wieder reinguckt. Wie gesagt, ich bin gerne für euch da. Alles Gute, herzlichen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen.